Das heutige Video wird euch gesponsert von Ineba.com, dem Online-Marktplatz für die neuesten Games, wo ihr weniger als 70% vom Normalwert am Wochenende zahlen müsst. Wenn ihr ein Spiel haben wollt oder eine PSN-Karte, nutzt den Code Chappy und bekommt das Ganze für einen super, super Preis bei der ersten Neuanmeldung. Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich habe euch im Titel nicht zu viel versprochen. Weder Treyarch kann mich aufhalten, noch irgendwelche Randys, noch irgendwelche Gegner, noch irgendetwas. Das, was ihr jetzt seht, ist das krasseste Gameplay, was ihr mit Sicherheit bisher gesehen habt. Das ist kein Party-Gameplay, das ist kein gar nichts, einfach nur ein Rekord-Gameplay. Komplett alleine erspielt, komplett alles zerstört. Mich kann kein Spezialist aufhalten, mich können keine komischen Randys aufhalten, kein gar nichts. Das hier ist das Gameplay des Jahres. Und das ist nicht übertrieben, Leute, wirklich absolut nicht übertrieben. Guckt bis zum Ende, guckt euch an, was das Scoreboard am Ende sagt und sagt mir, dass das nicht das krasseste Gameplay ist, was man erspielen kann. Komplett gerusht, komplett ins Gesicht, komplett das Spiel dominiert. Wir machen über 100 Kills bei nur einem einzigen Tod. Das ist so eine krasse Runde gewesen. Mit Sicherheit die beste, die ich bisher irgendwie gespielt habe. Und dazu kommt, dass es absolut mit der besten Waffe im Game ist. Mit meiner absoluten Lieblingswaffe. Mit der Spitfire. Die Spitfire ist so eine geniale Waffe. Das ist so geil, damit zu spielen. Das Einzige, was sie eben stört, ist, dass sie beim letzten Update leider 8 Kugeln weniger im Magazin bekommen hat. Das ist so etwas, da habe ich wenigstens meine Probleme mit. Aber ansonsten ist das hier absolut heftig. Ich hoffe, ihr genießt es. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Es ist wirklich absolut krank. Wirklich absolut. Es ist komplett nicht übertrieben. Es ist absolut krank. Für alle, die versuchen wollen, mit dieser Klasse zu spielen, ich schreibe die Klasse unten in die Videobeschreibung rein. Es ist absolut, absolut, absolut heftig. Wenn ihr auch solche Gameplays erspielen wollt, wenn ihr genauso viel Spaß haben wollt, wie ich in dieser Runde hatte, solltet ihr unbedingt morgen einschalten. Wir stellen morgen 3 nagelneue Controller vor, die es bei Nick bei Für Gamer von Gamer im Shop unter anderem gibt. Ihr könnt euch natürlich euren eigenen auch zusammenstellen. Mein Gameplay hier ist auch mit einem dieser Controller erspielt und wir werden dazu noch in der nächsten Woche ein Unboxing machen für einen Black Ops 4 Blackout Controller mit Scuff Pedals, mit LEDs, mit allem, was dazugehört. Und das Ganze wird dann an euch verschenkt. Das heißt, einer von euch bekommt von mir diesen Controller dann geschenkt. Ihr seht, das hier ist absolut möglich. Mit solchen Controllern macht euch locker 100% besser. Und da geht es nicht darum, dass da Scuff Pedals dran sind, die machen euch vielleicht 20% besser, wenn ihr damit umgehen könnt, sondern ihr habt Trigger Stops, ihr habt Grip auf den Controllern. Das heißt, wenn ihr schwitzt, rutscht ihr nicht mehr weg. Ihr habt kürzere Thumbsticks, das heißt, ihr könnt besser zielen, ihr könnt euch besser bewegen. Wirklich absolut, absolut, absolut krass. Ich habe wirklich, mir fehlen die Worte. Was wir aber unbedingt einmal besprechen müssen heute. Gestern ist offiziell geteasert worden, dass das neue Call of Duty MW4 wird. Ihr habt es bestimmt die letzten Tage gesehen. Einige Footballspieler haben die Möglichkeit bekommen, das neue COD anzuspielen. Das haben sie angespielt, ohne dass man jetzt sehen konnte, welches COD das ist oder was da Bestandteil ist. Es gab im Prinzip nur einen kurzen Screenshot, wie man sah, dass einige bekannte Footballspieler da gesessen haben und dieses Spiel gespielt haben. Als sie da gesessen haben, gab es dann sozusagen Bericht darüber im Nachhinein und da waren dann die ersten 4 Worte von jedem der Sätze Modern Warfare 4. Das bedeutet für mich definitiv, dass es Modern Warfare 4 wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den Teaser reinbringen, um alle Leute zu verarschen. Außerdem passt es einfach, es ist Infinity Ward. Man hat bisher noch nichts anderes gehört. Ein Ghost 2 wird es zum Beispiel aus dem einfachen Grund nicht geben, dass das erste Ghost wirklich sehr, sehr schlecht bei der Community angekommen ist. Und wenn das schlecht bei der Community ankommt, haben die Leute in der Regel auch kein Interesse, das Spiel, wenn es jetzt den ähnlichen Namen trägt, selbst wenn es wirklich viel, viel besser ist, sich das zu kaufen. Wäre das hier zum Beispiel jetzt nicht Black Ops 4 gewesen, sondern hätte den Namen Advanced Warfare 2 bekommen, kann ich euch nur garantieren, dass die Verkaufszahlen noch schlechter gewesen wären, als sie so jetzt sowieso schon sind. Der einzige Grund dahinter ist, dass viele Leute ein Game kaufen, weil es einen Namen hat, den sie kennen und nicht, weil es vielleicht den Inhalt hat, den man gerne haben möchte. Modern Warfare 4 steht auf jeden Fall vor der Tür und ich bin absolut hyped und absolut gespannt, aber ich werde euch auch eins sagen,
da ich einen YouTube-Kanal habe und der auf COD basiert, kaufe ich es mir natürlich und muss es wahrscheinlich auch vorbestellen. Aber um ganz ehrlich zu sein, eins sollte man wirklich bedenken, es ist jedes Jahr dasselbe. Ein neues COD kommt, alle Leute sind gehypt, spielen das 2 Wochen und nach 2 Wochen geht der Kram wieder los. Die Leute haben plötzlich keine Lust mehr, mal begründet, mal nicht begründet. Dann wollen sie irgendwie wieder ein neues COD haben, dann fehlt ihnen irgendwas. Und das ist teilweise auch begründet. Das ist ja gar nicht, dass es jetzt irgendwie völliger Unsinn ist. Aber es geht dann so los, dass man dann nach 4, 6 Wochen sagt, okay, das ist jetzt ganz cool, aber nee, ich will's nicht mehr. Dann wünscht man sich wieder das Neue, dann wird das Neue geteased, dann freuen sich wieder alle 2 Wochen. Und diesen Bann und diesen Zirkel, den muss COD jetzt langsam mal durchbrechen. Sie müssen jetzt mal wieder ein Game rausbringen, was dauerhaft Content liefert, was vom Gameplay-Erlebnis wirklich gut ist, was den Leuten Spaß macht, wo sie wirklich Bock drauf haben und wo sie Gründe haben, länger als nur 1 oder 2 Tage irgendwie zu spielen am Stück. Das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen für COD und wenn sie das hinbekommen, dann haben wir eine gute Chance, ein gutes COD-Jahr vor uns zu haben. Wenn sie das wieder nicht hinkriegen, aus welchem Grund auch immer, haben wir das Problem, dass auch MW4 oder Ghost 2 oder was es auch immer jetzt am Ende ist, wieder ein Game ist, was irgendwo bei vielen Leuten irgendwie in der Versenkung verschwindet. Viele sind schon so weit, dass sie es gar nicht erst vorbestellen wollen, weil sie kein Interesse mehr dran haben. Es ist also wirklich schon sehr, sehr weit, dass wir echt Probleme bekommen, was das Ganze angeht. Und es ist jetzt dieses Jahr einfach die Aufgabe, dass man diesen Lebenszyklus endlich durchbricht, dass man endlich was draus macht, was einem hilft, das Spiel länger als nur eine Woche zu spielen und weiterhin Spaß zu haben. Zum Beispiel, wie es hier in Black Ops 4 schon seit langem sein müsste, tägliche Challenges, Community Challenges, wo alle zusammen an einem Ziel arbeiten. Zum Beispiel macht 1 Million Headshots oder 1 Milliarde, ich weiß nicht, was für eine realistische Zahl es da gibt, und ihr bekommt diese DLC-Waffe. Oder macht 500.000 Flankenkills und ihr bekommt dies und das. Das ist ein System, was in Black Ops 3 hervorragend funktioniert hat und viele Leute dazu gebracht hat, an diesem Ziel mitzuarbeiten. Und viele Leute haben teilweise täglich gespielt, 2, 3 Stunden, wegen den täglichen Herausforderungen, wegen den wöchentlichen Herausforderungen. Das sind alles Möglichkeiten, die, was Programmieren angeht, überhaupt keine Herausforderung ist. Wirklich, es ist keine Herausforderung für ein Unternehmen wie Treyarch und Activision, das irgendwie zu implementieren. Aber es kommt nichts davon. Das ist wirklich sowas von traurig eigentlich und das ist wirklich sehr, sehr enttäuschend. Und deshalb hoffe ich einfach, dass dieser Lebenszyklus dieses Mal ein bisschen durchbrochen wird, dass das Ganze verbessert wird, dass es endlich wieder so ist, wie man sich das gerne wünscht. Ob das am Ende genauso kommt, kann ich nicht sagen. Ich weiß einfach zu wenig über das neue COD, was kommen wird. Das Einzige, was ich weiß, ich persönlich kann Black Ops 4 nach wie vor genießen. Ich werde nach wie vor solche Sachen hier erspielen können, weil es einfach mir persönlich Spaß macht. Die Mikrotransaktionen und der fehlende Content und alles, was dazugehört, mal dahingestellt. Ich weiß auch, dass wir ein C4 bekommen werden. Das wurde gestern von Treyarch ja auf Twitter angekündigt. Da gab es so einen Teaser mit Armor und Saved. Mit Armed und Saved, also sozusagen platziert und gesichert. Das heißt, wir werden entweder bei einem der neuen Spezialisten das C4 als Fähigkeit dabei haben oder das C4, was ich eher glaube, wird eine Ausrüstung sein, so wie Splittergranate und vielleicht ja auch später die Rauchgranate, wenn die nicht gerade irgendwie zum Ripper dazugehört, der auch noch dazukommt. Was es am Ende wird, ich kann es euch echt nicht sagen. Also es gibt so einiges, was jetzt in dieser Season neu kommt. Es gibt einiges, worauf wir uns definitiv freuen können. Es liegt letzten Endes an uns, was wir draus machen. Und zwar zu besten Teilen. Und es gibt immer so YouTuber, die beschweren sich darüber, dass es zu wenig Content gibt. Das mag in dem Spiel an und für sich sein. Aber ich finde, als YouTuber kann man sich trotzdem immer neue Sachen einfallen lassen, um aus Content, der nicht da ist, guten Content zu machen. Das auf jeden Fall, Leute, sollte es mit dem Gameplay gewesen sein. Ich habe euch gesagt, es ist eins der krassesten, was ihr überhaupt sehen werdet. Ihr könnt ja aufs Scoreboard gleich mal gucken. Es sind einfach 103:1. 103:1, so 103er KD. Ich glaube nicht, dass ihr es so oft sehen werdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich würde mich freuen. Lasst gerne ein Abo da. Ist kostenfrei, kostet nur 1 Sekunde. Macht die Benachrichtigung an. Und eine kurze Sache noch für alle hier Interessierten. Manchmal kriegen Leute keine Benachrichtigung. Hat YouTube gerade erst in so einem öffentlichen Rundschreiben bekannt gegeben, weil die Leute die Benachrichtigung für die Apps auf ihrem Handy aushaben. Das heißt, wenn ihr keine Benachrichtigung bekommt, obwohl ihr die Glocke anhabt, müsst ihr da mal im Handy gucken. Vielleicht hilft euch das ja. Ich bin raus. Haut rein.